So, meine lieben Freunde, hier befinde ich mich im Auto, wie versprochen. Ich muss die Lüftung mal ein bisschen runterdrehen. So, dann fahren wir mal zum Las Vegas Outlet Südcenter. Das Nordcenter ist ja für mich gestorben wegen Parkgebühren. Bin ich im fünften, ja, Perfektos, Hornitos Plata. Ja, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin in Deutschland, muss ich natürlich zusehen, dass ich meine Arztrechnung, die 79 Dollar in Summe mit den Tabletten, dass ich das einreiche. Da mache ich dann Fotokopien von den Originalen, noch ein kleines Anschreiben und dann schicke ich das der Versicherung zu mit meiner Bankverbindung. Und heute kam von der Stadt Kiel Post. Ich sagte ja, ich bin geblitzt worden. Ich hatte das erzählt in einem meiner letzten Videos. Ja, 15 Euro, ne? An Zone 30 bin ich mit 37 durchgenagelt. Alles gut. So, wir werden das Ganze natürlich über die Interstate realisieren. Ein Traumwetter, wie ihr seht. Das funktioniert hier mit dem All-Way-Stop echt geil, ne? Oha, hier ist Pull-Ente. Was ist hier denn los? Da fahren wir mal vorsichtig dran vorbei. Pullis mit Blinkelichtern. Ach, die haben hier den Van angehalten, ja. Okay. Den Abi Gammeling. Ja, was macht man, wenn die Polende hinein ist und die Laternchen gehen an? Dann ist man höchstwahrscheinlich gemeint. Dann sollte man rechts ranfahren und stoppen. Also zumindest da, wo sie es anbietet, ne? So. Ja, hier ist das Lucky Dragon. Die Eingangstüren sind immer noch verrammelt. Ich weiß gar nicht, ob der Kasten verkauft worden ist. Der sollte versteigert werden. Hängen immer noch die Dinger dran. An meinem Abreisetag, am 5. Januar, haben sie geschlossen. Und ich glaube, Ende Februar sollte der Kasten versteigert werden. Und was dabei rumgekommen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Könnte ich ja mal erforschen und dann gegebenenfalls hier einblenden. Ja, das Lucky Dragon hat genau 12 Monate, naja gut, 13 Monate durchgehalten. Und dann waren sie Konkurs. So schnell geht das hier. Nagelneu gebaut, ne? Echt heftig. Ach du Scheiße. Ach du dickes Ei. Naja. Das ist egal. Meine lieben Freunde. Ach, das muss ich nochmal mit Tempo hier holen. Ein bisschen an der Nase rumpopeln. Ah, da haben wir es doch. Da haben wir das Elend. Oh boah, was sich hier so an der Nase ansammelt an Verschmutzung. Das ist echt nicht mehr normal. Ich habe ja auch da eine trockene Nase. Also der Tiguan hier mit 184 PS, der zieht ganz gut weg, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Der macht ganz gut Kapelle, ne? Ich bleib mal auf dem rechten. Links an dir. Scheiße, reicht nicht.
muss sowieso gleich wieder nach links. Ach, da ist auch fett Stau. Okay. Deswegen geht das. Zieht für sich doch daran. Was ist denn da los? Am Palace Station sind die hier am Rumbasteln. Da sind die auch schon wieder am Rumbauen. An der Front. Die machen sie neu. Das ist auch ein cooles Casino. Oldschool. Meine Lieben. Old School. Und da gehen auch einige Locals hin, aber es ist auch alles Abranzkram da drin. Ich war da ja auch schon mal. Also, okay. Muss nicht unbedingt sein. Hinter uns eine riesen Schlange. Und ich trinke jetzt erstmal ein bisschen Powerade. Durstig. Mit meinem Getränk, die ich gekauft habe, bin ich ganz gut hingekommen. Dadurch, dass ich natürlich krank war und mehrere Tage, also ich glaube 5 Tage habe ich ja kein Bier getrunken, habe ich jetzt sogar zu viel Bier. Also heute Abend, ich weiß nicht, da sind noch über 10 Dosen. Sascha ist nämlich noch im Sascha E. Punkt, ist noch im Straßenverkehr bis heute Abend. Aber ich habe von dem nur eine E-Mail-Adresse, sonst keinerlei Daten, keine Telefonnummer, nichts. Und so würde ich sagen, pass mal auf, ich rufe da nochmal an und dann gehen wir da nochmal aufs Zimmer mit ein paar Hülschen und dann verhaften wir nochmal ein paar Hülsen auf seinen letzten Abend. Der verschwindet, glaube ich, heute. Ich glaube, der wird ja gar kein Bier trinken, ne? Würde er gar kein Bier trinken. Ja. Habe ich nicht gesehen, den Typen. Obwohl der echt auffällig ist. 1,90 Meter, rennt immer mit dem Basecap. Alter, das ist der. Hier ist Quetschbuddy. Oha. So, gebe ich da noch einen Quetsch. Ich weiß nicht. Nee, ich bleib hier stehen. Hier noch rum? Ja. Aber gerade so, die anderen haben gerade abgepetter Stop. Ah! Hier wird gebastelt deswegen. Hier wird gebastelt. Los, du Caddy, Escalade, gib Gas. Siehst du, geh doch. Alles gut. So, jetzt gehen wir nochmal rüber nach links. Mit Ampel, okay. Hier ist jetzt gerade rot. Glück gehabt. So. Den silbernen lassen wir noch vor und dann setzen wir uns vor ein Mustang. So. Ja, die Strecke kennt ihr ja. Ich werde wieder die gleiche Strecke nehmen wie übermorgen. Wie die ich übermorgen nehmen werde. Zur Mietwagenabgabe. Da darf ich bloß nicht zu Alamo fahren, weil das ja vor einem Auto von Herz ist. Die letzte Mal bin ich immer zu Alamo. Die Herz ist, glaube ich, Parterre. Ja, ganz gut funktioniert das Auto hier, das mosert hier jedes Mal beim Starten rum. Oil Service Now. Schon bei der Übernahme des Wagens hat er schon gesagt, in 400 Meilen Öl Service. Ja, mittlerweile sind diese 400 Meilen natürlich weg. Und nun mosert er rum, er möchte frisches Öl haben. Aber ist mir kackegal. War schon. Ja, der Tiguan, ein schönes Auto. Habe ich nicht sehr, sehr viel bewegt hier. Aber ich finde, ein Auto zu haben in Las Vegas ist unheimlich wichtig. Und so teuer ist es dann ja auch wieder nicht. Und hier die Interstate, wie ihr seht, man kommt natürlich prima durch Las Vegas durch. Wenn ich jetzt den Strip genommen hätte, wäre das echt mega quetschbuddy. Also es hätte ewig, würde ewig lange dauern. 5, 6, 7 Mal so lange, als wenn man hier über die Interstate knistert. Und das werde ich übermorgen früh machen, um 8 Uhr. Lahm hier. Ne? Ich bin nur mit 60 unterwegs. Aber mehr gibt der Verkehr auch nicht her. Ja, meine Hose hat ja vorhin gebimmelt. Ich habe es mir fast gedacht, das war Merle. Merle, meine kleine Perle. Merle, Perle. Mit der habe ich noch ganz kurz Kommunikation gehabt.
Also mit einigen Leuten kommuniziere ich dann ja schon. Ne? Aber das kann man an einer Hand abzählen. Wie die Leute, die ich bei Facebook zum Beispiel habe, die kann man auch an einer Hand abzählen. Naja, sind schon ein paar mehr. Ich glaube 20 oder 25 Bekannte habe ich da schon, aber davon kann man natürlich auch wieder 15 in die Tonne hauen, die wollen links, Ja, warte. Da hat er sich anders überlegt. Naja, will er doch. Ich könnte aber einen weiter nach rechts rüber. Also die Übersicht von dem Tiguan hier, die ist echt cool, ne? Die anderen Autos, die ich die letzten Jahre immer so hatte, ey, die hatten null Übersicht. Ne? Eine B-Säule, eine B- und C-Säule, so groß wie eine Schrankwand. Und der hier, der ist wirklich übersichtlich. Aber das hängt auch damit zusammen, dass ich ein bisschen höher sitze. Wir haben gerade die T-Mobile Arena. B-Fahrerin. Ja, und hier bauen die ja noch einen riesen, oder ist jetzt geplant, ein riesen Stadion für die Raiders, für die Las Vegas Raiders. Und das Luxor, das wird direkt immer weiter. Sieht aus, als wenn da jemand Sand gegengeschmissen hat. Jo. So, hier habe ich geparkt, meine Lieben. Schade, wie es vorhin, die Speicherkarte war voll. Jetzt weiß ich nicht, ob ich sie gesichert hatte. Ich wollte da auch nichts löschen, was ich unter Umständen vergessen habe zu sichern. Also habe ich jetzt eine neue Speicherkarte reingepackt, und zwar meine zweite 64 GB Karte. Ah, das ist jetzt ein Fehler, was ich gemacht habe. Wie komme ich an meine Intelligenz und das Trip drauf? Dazu biege ich hier wieder rechts ab. So. Da ist wieder was los, ne? Mann, also das stresst mich, ne? Zu viele Leute, du Chinesen, und die alle am Rumrennen wie die Irren. Also, das schockt mich. Hier bin ich das letzte Mal drauf. Ja, habe meine Schuhe gekriegt, aber nicht in weiß, sondern die habe ich in so einem hellgrau genommen. Weil die in weiß hatten sie eine Größe da, die war mir zu eng, und eine andere Größe, die war mir wieder ein bisschen zu groß. Das ist natürlich auch Käse, ne? Ja, wunderbar. So, jetzt schnell über die Kreuzung. Prima. Ja, morgen muss ich noch Auto voll tanken. Und da war es ja schon wieder, ne? Unglaublich. Naja gut, das habe ich natürlich einige Tage verloren. Ich hatte ja nun einiges auch noch geplant am Colorado runden. Aber das ist natürlich völlig ins Wasser gefallen. Durch meine extremen Scheißerei, die ich da gekriegt habe. Ne? Aber trotzdem hatte ich hier viel Spaß, das ist so wichtig. Viel Communication hier. Das macht manchmal auch sehr viel Freude. Leute kennenlernen und so. Das mache ich auch manchmal ganz gerne. So, wollen wir wieder zurück in die Stadt. Das sieht ganz gut aus, meine lieben Freunde. Und die Speicherkarte scheint mit 30 Frames pro Sekunde mit 2,7K klar zu kommen. Ich weiß nämlich, letztes Jahr ist sie mir abgeschmiert, aber völlig abgeschmiert. Mit 2,7K, ich glaube, aber es waren 60 Frames pro Sekunde. Hat sie sich voll aufgehängt, die Kamera. Thank you.
93 Grad Fahrenheit, ist wieder kuschelig. Wird schon wieder wärmer. Also müsste irgendwas um die, weiß nicht, 33 Grad oder so. Oder über 30 auf jeden Fall. 32, 33 Grad. So den Dreh. Brezel sind lecker. Die knüpfen sich so weg. Ja, langsam aber sicher endet mein Urlaub. Auf der Hut sein. Da draußen bratzt das schon wieder ziemlich unangenehm. Da kommt man schon wieder auf Temperatur. Mag man gar nicht draußen rumrennen. Normalerweise macht mir sowas ja nichts aus, so Menschenmassen und so. Aber eben war ich ein bisschen genervt. Überall ist angequatscht, ne? Von irgendwelchen, mit irgendwelchen Dampfbügelgeräten oder irgendwelchen Schönheitsscheiße und Alter, alle quatschen sich da voll, ne? Also echt ätzend. Ziemlich aggressive Vermarktungsstrategie, die die hier haben. Oh, Santana ist hier. Ja, übermorgen um diese Zeit sitze ich schon im Flugzeug. So Gott will. Richtung San Francisco, falsche Richtung. Und in San Francisco habe ich dann den Flieger, der nach Frankfurt geht. Allerdings habe ich nur 51 Minuten zum Umsteigen. Das wird für eine verdammt enge Nummer. Wenn die Kiste hier in Las Vegas nicht pünktlich loskommt. Uiuiui. Halt die mal auch ein schönes Auto. Aber der Tiguan hier. Ich wette mit euch, den vermieten sie wieder so, trotz Ölwechselwarnung.
dir mal nach links rüber gehen, ne? Schnell geht das. Sind wir wieder zurück. Kommt der Taxifahrer wieder rein. Na komm. Naja, links hätten auch nichts geholfen, siehe. Best Show in Vegas. Was? A Musical Tour de Force. Na. Alles immer best hier, ne? Egal welche Short Show, Best Show überhaupt. Sandy, wir müssen hier rein. Scheiße, ja. Mann, was ist hier los? Heftig. Schlag ich noch, so schnell geht das.
$65 habe ich die Sneaker gekostet. 59 plus Steuern. Und dann wollen die wieder meine E-Mail-Adresse haben und Telefonnummer. Und sag, was kriege ich denn dafür? Ja, ab $100 kriege ich irgendwie Special Rabatt beim nächsten Einkauf. Sag ich, ne, will ich nicht. Mühsam endet sich das Eichhörnchen. Aber wofür haben wir Adam S. Kuttner? Er kämpft für euer Recht, falls euch jemand angekarrt haben sollte. Da habt ihr natürlich Schleudertrauma, Impotenz. Alles Mögliche, also die 1000 Gründe zum Verklagen. Übrigens, ich habe das Mercy erzählt, dass ich so krank geworden bin. Da sagt sie, hätte ich voll Alarm machen sollen, da kriege ich voll Knete von denen. Weil die dann Schiss haben, dass ich sie verklage. Ne? Aber sowas mache ich nicht. Ich mach mal Lüftung ein bisschen an. Nicht das schnellste Mal, aber wir sind durch. Ja, fahr doch.
Alter. Fahr. Mann, Mann, oh Mann. Also einige Leute. Da kriege ich immer die Krise, ne? Die eiern sich einen zurecht. Und andere rasen hier wieder, ne? Wir sind der dritten hinter dem Pol. Also brauchen wir nicht zweimal warten. Weil man kann im Display hier schon Anzeige von meinem Key kann nicht gefunden werden. Mein Schlüssel. Und ich soll den da irgendwo ranhalten, steht in der Bedienungsanleitung geschrieben, wo ich so ranhalten muss. An den Schlüssel Basispunkt. Wo immer das auch sein mag. Ich habe den hier einfach in die Mittelkonsole geschmissen, dann war der Fehler nachher weg. Also ganz fehlerfrei ist diese Technologie auch nicht. Ich fange schon auf mein E-Auto. Und dann bin ich technologisch ganz weit vorne. Dann kann die Mineralölindustrie mich aber sowas von am Arsch lecken. Nie wieder tanken. So, genug. Zwei noch und dann höre ich auf. Grün, fahr! Fahrt! Das ist hier rechts ist der Cannabisladen, der neue, der grüne. Assassins Cannabis, Linksbums, Bumsdings. Ey, Pole Position, sehr geil. Subi. Ein Handy-Zombie, aber ein Handy-Zombie am Telefonieren, das ist dann in Ordnung. Die Amerikaner, die halten sich das Handy ungern ans Ohr, die machen viel freisprechen. Also direkt mit Telefon am Ohr halten und sowas haben die das nicht. Freisprechen finden sie geiler. Grün. Aber kein grüner Pfeil, das macht aber nichts. Da warte ich jetzt einfach noch den Hyundai ab, den blauen hier, den hellblauen. Und dann zücheln wir mal rüber. Ohne die schwarze Ilse anzukarren. Baby, du siehst aus. Du siehst aus, als wenn du ein Profi bist. Da habe ich langsam Auge für. Die Hooker. Hatte noch nie einen Hooker hier in Amerika. Warum auch? Ey, da unten laufen so wie Weiber rum, so wie geile.
So. Meine Lieben, übrigens, die ganzen umgekarten Dinger haben sie wieder hingestellt, haben sie wieder neu hingepackt. Das ist neu. Wurde auch mal Zeit. Die Hälfte der Dinger war jetzt im Dezember umgeknickt. Ne? So, dann wollen wir mal gucken, ob im 5 Liter was frei ist. Und er kann sich nicht entscheiden, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt rechts? Fahre ich jetzt rechts? Ja, ich fahre rechts. Oder fahre ich doch nicht rechts? Oder fahre ich doch rechts? Nein, ich fahre doch nicht rechts. Oder was mache ich jetzt? Fahre ich noch einmal weiter nach oben? Fahre ich links? Darf ich nicht? Fahre ich rechts? Eieiei, steig doch aus und schieb dein Auto um die Ecke. Tennessee. Ach Leute, ihr macht mich alle fertig. Hier oben die ganzen Schuhe gegen geklatscht, seht ihr? Gegen diese Querbalken. Das war hier mal große Mode, ist eigentlich immer noch Mode. Wieder knallt da seine Schuhe gegen, als Abdruck. Ne? Hier ist Behindertenparkplatz. Also wie du fährst, darfst du da auch parken. Ne? Ja, der Perle muss wieder rum, ne? Er muss wieder in Sechsten. Ne? Aber das ist nicht schlimm. Je weniger da los ist, desto weniger besteht die Gefahr, zerdengelt zu werden. Wie bei Marco, seinem Auto. Wo er mir geschrieben hat, dass sein Auto demoliert ist. Ne? Ja, klar, wenn du dich da irgendwo reinquetscht, man muss immer damit rechnen. Also, was heißt, man muss damit rechnen? Das ist einfach so, dass die Amis alle riesig sind. Und wenn man das schon mal weiß, ne, dann ist man schon mal weit vorne. Das hier entwickelt sich auch langsam zu meinem Stammparkplatz. So, steht gut. Ja. So, meine lieben Freunde, es war eine angenehme Reise mit euch. Eine angenehme Shoppingtour. Tut mir leid, dass am Anfang die Karte abgekackt ist. Naja, ist halt so. Kann ich nicht ändern. Ich schraube euch jetzt ab. Und sag tschüss. Und schon sind wir wieder zurück in meinem Zimmer. Ich kann euch die auch mal zeigen. Schwing, schwing. So sehen die aus. Ohne Zuschnür. Na, so ein Grau, ne? Hier kann man es sehen. So ein Grau. Die fand ich recht schick. War was anderes, ne, als das, was ich sonst immer trage. Und vor allen Dingen, man braucht keine Schuhbänder mehr. Weil das alles hier so gummiartig ist, ne? Wie haltbar das ist, muss ich gucken. Aber für das Geld, mein Gott. Das ist Größe. Mal gucken. Das ist Größe. US 11, seht ihr? 11, 45 Europa. Aber das brauche ich dann auch. Ne? Erst hatte ich 10 glaube ich, irgendwie, oder 10,5. 10,5 war mir fast ein bisschen eng. Dann hatte ich 11,5, war mir ein bisschen zu groß, vom Gefühl her. Und dann dachte ich, 11 wäre genau richtig, aber 11 hatten sie in diesem Weiß nicht mehr. Aber dafür in diesem Grau, das geht dann auch. Ne? Das ist der gleiche Style, bloß eine andere Farbe, das ist ja scheißegal. Ist dann auch noch ein bisschen unempfindlich als dieses Weiße. Ne? Also passt schon, ne? Jo, hab ich mir Schuhe geholt, meine lieben Freunde. So, jetzt ziehen wir uns erstmal ein Bier rein. Ah, der nebenan hat Musik schon die ganze Zeit am Laufen. Guck mal hier, wie viel Bier ich noch hab. Alter, ich hab nur noch heute und morgen. Ich stell mir mal ein paar raus. Zwei, drei presse ich weg. Vielleicht vier, dann hätte ich noch zwei, vier, fünf, sechs. Oh, Alter. Egal, muss ich gucken. Das ist richtig kalt, wenn das aus dem Kühlschrank kommt, meine lieben Freunde. Pressi, pressi. Das geht, ist nicht ganz so laut, hat ein bisschen leiser gemacht. Vorhin war das ganz schön laut, fand ich, wo er da Kapelle gemacht hat, nebenan. Mit seinem Internetradio oder was es da ist. Mit seinem Internetradio. Und wenn es Internetradio ist, dann kann ich ihm das auch ausschalten. Ne? Ich hatte euch mal erzählt, ich habe einen WLAN-Jammer mir gebaut. Also ein ganz kleines Teil ist das. Eine ganz kleine Platine, die ist bei mir im Koffer drin. Ja, brauche ich nur Strom rangeben. Und kann ich dann übers Handy konfigurieren, das Teil. Und dann kann ich hier alles in der ganzen Umgebung des WLAN abschalten. Also falls ihr mir zu sehr auf die Eier geht, dann schalte ich sein WLAN. Wenn das sein WLAN ist, dann teste ich das mal. Dann schalte ich sein WLAN weg. Dann jamme ich ihn. Ja, für solche Notfälle habe ich sowas immer dabei, weil es ja auch so klein ist.
meine lieben Freunde. Ja. Ja, ziehe ich mir jetzt noch ein schönes Bier mit euch rein. Skull. Also, Skechers. Die Skechers-Mission ist erledigt. Die sind echt schick, die Teile. Und die haben auch irgend sowas, wie nennt sich das? Memory Foam. Haben die hier drin. Mal sehen, hier. Memory Foam, das muss irgendwas Neues sein. Also die sind ganz, die sind erstmal tierisch leicht. Und ganz, ganz weich, ne? Also, toppy, ne? Das ist dieses, wovon ich heute Morgen gesprochen habe. Dieses neue Memory Foam. Das scheint wohl irgendwie was Neues von Skechers zu sein. Von Skechers zu sein. Mit Air-Cooled Memory Foam. Ja, so sieht's aus. Schöne Galoschen. Ja. So, habt ihr noch irgendwas, meine Lieben? Nee, ne? Ich habe auch nichts mehr. Außer, dass ich auf Temperature komme. Ich will gleich mal die Kühlung wieder anmachen. Oh. Und, ja. Ich wollte heute eigentlich noch ein bisschen was machen, ein bisschen draußen rumstiefeln. Aber ich denke, nee, ey, boah, kein Bock. Echt, keine Lust. Nur das machen, wozu man Lust hat, ne? Ich werde jetzt hier nachher ein bisschen aufklaren. Und da will ich nochmal unten im Casino mein Glück versuchen. Morgen ist mein letzter Abend, da will ich mir meinen Buffet-Gutschein, hat mir der Player am Player-Desk, die haben mir gesagt, dass ich noch einen Buffet-Gutschein habe, einen größeren, ob ich den denn haben will. Dann sage ich, wie lange ist er denn gültig? Das wusste ich natürlich, ne? 48 Stunden. Sage ich, nein, den hole ich mir dann morgen ab, also heute. Ich könnte ihn heute schon abholen, ja. Und dann will ich morgen nochmal im Steakhouse nochmal einen Steak reinziehen, aber diesmal ein anderes, ne? Und dann nochmal gepflegt ein letztes Abendmahl einnehmen. Und ja, dann ist das hier auch schon wieder. Dann war es das hier auch schon wieder. Dann gehe ich nachher morgen Abend hier zurück ins Zimmer. Morgen Vormittag mache ich schon gegen 11 Uhr mein Online-Check-In. So ist denn funktioniert. In Deutschland hat es nicht funktioniert. Da hieß es, die wollten meinen Pass sehen. Es könnte aber sein, dass es jetzt hier in diese Richtung zurück, dass das womöglich machbar ist. Ja. Mir juckt das Fell. So, Peace, meine lieben Freunde. Ich melde mich morgen wieder. Oder heute Abend, wenn ich noch irgendwas ganz schwer reisen sollte, dann melde ich mich heute Abend nochmal. Aber, wie gesagt, ich sag nicht mehr, also wenn ich so schwer reisen sollte, dass ich mit dem Bündel unter der hier sitze, dann sage ich Bescheid. Ne? Wie wären das? 5.000, ne? Ein Bündel sind 5.000, glaube ich. Lohnt sich dann nicht, ne? Nee, Bündel will ich, bei zwei Bündeln würde ich Bescheid sagen. Nee, darf ich auch nicht. Das darf ich auch nicht, ne? Weil da wartet ihr nur drauf. Dann heißt es nachher, ey, der Billisch kommt aus Amerika. Der hat schon wieder mehr als die erlaubte Freimenge am Bargeld am Körper. Ja, ich denke ja wohl, ich bin blöd. Außerdem, wenn ich dieses Video dann. Nee, dann würde das Video ja als Beweisvideo gelten, ne? Nein, mache ich nicht. Also, wenn ich 1 Million gewinne, ihr werdet das nicht erfahren. Meine lieben Freunde, wenn ich 10 Millionen gewinne, würdet ihr es wahrscheinlich doch erfahren. Also bei 1 Million würde ich nichts sagen, aber bei 10 Millionen würde ich wahrscheinlich was sagen. Ich sage, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich bleib hier. Ich bleib hier in den USA. Ich mache mir hier einen Lenz. Ne? Da würde ich natürlich von den 10 Millionen, würde ich natürlich erstmal 5 Millionen in Gold und Silber investieren. Ne? Ist ja klar, ne? Dass man immer ein bisschen was an Substanz liegen hat, ne? So, ja, bevor ich weiter Unsinn laber und träume von irgendwelchen Sachen, die sowieso nicht eintreten. Peace. Haut rein, meine Lieben. Tschüss.